Ja, wenn ich auf die bisherige Saison zurückblicke, dann habe ich da grundsätzlich mal positive Gedanken. Ja, wir haben natürlich am Anfang der Saison ein bisschen Lehrgeld gezahlt, aber das ist, ich denke, in dem oder in dem Entwicklungsprozess, in dem wir uns natürlich aktuell noch befinden, auch völlig normal. Für mich ist einfach nur wichtig, dass die Mannschaft Engagement zeigt und das zeigen wir. Wir wollen an unsere Leistungsgrenze gehen und für mich ist einfach nur auch wichtig zu wissen, was die Mannschaft imstande ist zu leisten. Ja, wenn wirklich jeder an sein Maximum geht und ja, das stimmt mich dann halt dementsprechend auch positiv für die Zukunft. Gegen Westfalia Herne, die Fans im Stadion, die waren so laut, das hat uns, die haben uns quasi nach vorne geschrien oder gepeitscht, das hat viel Spaß gemacht und ja, aber auch ein Spiel gegen FC Eintracht Rheine. Wir haben wirklich sehr guten Fußball gespielt in der ersten Halbzeit, verdient 3-0 geführt und ja, in solchen Spielen oder in diesen 2 Wochen hat man einfach gesehen, zu was diese Mannschaft imstande ist zu leisten, wenn man an sein Maximum geht. Und das haben wir getan. Wir haben sehr gut gepunktet und Trainingslager. Ich weiß nicht mehr, was wir vorstellen mussten. Wir haben natürlich mit Sladi und Nadine zwei, die uns natürlich da halt auch schon ein bisschen gefordert haben im Trainingslager. Und wir mussten etwas präsentieren und ich hatte bei mir in der Gruppe den Ziege hatte ich auf jeden Fall, Argon, aber wenn ich noch hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollten die, die jetzt nicht so viel kommunizieren, sollten das dann halt auch mal vortragen und ja, der Argon hat das auf eine so lustige Art und Weise rübergebracht. Wir haben einfach tagelang Tränen gelacht und ja, das ist natürlich, wir haben uns schon schwarz geärgert, dass wir das nicht auf Handy hatten. Das war einfach ein Highlight. Ja, und war einfach ein schöner, witziger Moment in dem Sinne. Ich würde jetzt sogar es vorziehen oder begrüßen, dass wir alle gemeinsam Schweineläufe machen, nur mit der Bedingung, dass wir natürlich danach 1,5 Stunden auch wieder an die Kugel dürfen. Ja, es ist natürlich aktuell nicht so einfach, aber der Tag X wird kommen und die Vorfreude wird dann natürlich von Tag zu Tag steigen, wenn wir auch wieder irgendwann mal wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Ja, zu der Frage, was ich mit Weihnachten verbinde und wie ich natürlich Weihnachten auch verbringen werde. Natürlich mit meiner Familie, mit leckerem Essen, mit vielen Spielen, wo es immer heiß hergeht. Und natürlich auch einfach mit Ruhe. Ne? Die Zeit mit der Familie zu verbringen ist halt grundsätzlich immer das Wichtigste. Und das Jahr einfach in Ruhe ausklingen lassen, weil es war schon sehr intensiv. Ja, liebe Sportkameraden, Verantwortliche der SG Wattenscheid 09 und natürlich auch liebe Fans, ich wünsche euch in diesem Sinne natürlich erstmal schöne, erholsame Weihnachten und einen guten Rutsch natürlich ins neue Jahr. Ich wünsche euch allen natürlich viel Gesundheit, passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Lorheide. Liebe Grüße, Schuh. Ja, lieber Papa, ich sag mal, das Beste kommt natürlich zum Schluss. Deswegen wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe zum Geburtstag. Ich weiß, wie bescheiden du halt auch immer bist und deswegen hoffe ich auch, dass die bescheidenen oder deine bescheidenen Wünsche auch in Erfüllung gehen. Ja, die gesamte Familie wünscht dir natürlich maximale Gesundheit, das weißt du, dass wir ein tolles Jahr 2021 zusammen haben dürfen und ich weiß natürlich, wie positiv fußballverrückt du auch bist und dass du jedes Spiel in der Lorheide auch verfolgst. Von daher habe ich es mir natürlich auch zur Aufgabe gemacht, dir so viele positive und schöne Momente zu verschaffen. Und weil ich will mal nicht so sein, deswegen lasse ich dich heute Abend beim Kartenspiel auch mal gewinnen. Weiß Bescheid.